Spiel dauert 90 Minuten und wenn wir es da nicht schaffen, drei, vier sehr, sehr gute Torschancen rauszuspielen, dann kannst du immer hinten was einfangen und so ist leider passiert. Und deswegen sind wir sehr enttäuscht, aber gleichzeitig auch unzufrieden mit uns selber. Ja, natürlich sehr bitter, muss man ehrlich sagen. Wenn man da 1-0 führt und in der letzten Sekunde sozusagen das Tor bekommt, ist natürlich für keinen gut. Und ja, jetzt so nach dem Spiel etwas zu sagen, ist sehr schwer. Sehr enttäuscht. The first half is not so, I don't see a lot of ball and you know, I try to fight, you know, maybe I can give some goal and you can see that the blow to offside is not offside, you know. That's the only thing I can say, you know, not much. Ein alter abgelutschter Spruch heißt, ein Spiel dauert 90 Minuten, den muss man heute ein bisschen revidieren auf ein Spiel dauert 93 Minuten. Ja, sowieso, ich weiß das bestimmt, ich habe die Champions League schon mal verloren in den letzten 2 Minuten, Nachspielzeit auch und von daher, habe aber auch in der 94. oder 97. was das war, 94. die Meisterschaft geholt in Hamburg als Spieler. Das ist so, das ist immer bitter, wenn man in der letzten Sekunde eigentlich das Tor bekommt, den Ausgleich bekommt. Wir hätten das 2-0 machen müssen vorher mit Alex Grünwald. Trotzdem war es nicht unverdient. Also der Gegner hat hervorragend gespielt, das muss man einfach anerkennen. Ja, das Tor war wie ein Stich ins Herz. Wir haben uns schon wieder sichere Sieger gefühlt. Und jetzt schauen wir blöd, weil wir in den vorangegangenen 90 Minuten einfach viel zu wenig gemacht haben. Es war viel zu wenig von uns. Wir müssen das Spiel viel früher entscheiden und ja, mit der Leistung kann man nicht zufrieden sein. Wir waren, glaube ich, über die 90 Minuten die bessere Mannschaft. Ich habe gesagt, die 90 Minuten störe ich auch mehr mit violettes Blut. Und vor allem, wenn man da 93 Minuten in Ausgleich macht, ist dann irgendwo glücklich, aber hochverdient, weil, wie gesagt, wir waren die bessere Mannschaft über 90 Minuten gesehen. Und wenn es nächste Woche wieder verlieren, dann blüht wieder mehr violettes Herz, aber heute nicht. Es war eigentlich ganz okay defensiv. Ja, es war im ganzen Spiel eigentlich sehr schwer, dass wir reinkommen und natürlich nach einer zweiwöchigen Länderspielpause. Aber wir haben alles gegeben. Auch manchmal ist es auch gut, wenn man 3 schmutzige Punkte mitnimmt, aber leider war es heute nicht so der Fall. Ja, ich glaube, dass der Gegner einen guten Plan gegen uns gehabt hat, aber wir spielen da zu Hause als Favorit. Da muss man einfach sehen, dass wir einen Sieg viel mehr wollen und das, glaube ich, war nicht der Fall. Und da gibt es jetzt das aufzuarbeiten, dass wir es nächste Woche besser machen. Ja, uns ist gelungen, dass wir den Holzhaus aus dem Spiel nehmen, dass er mit seinen langen Bälle die Stürmer forcieren kann. Und das ist uns gelungen. Durch das sind ja nicht viel zu viele Chancen gekommen. In Wirklichkeit haben wir leider das Goal gekriegt in einer Phase, wo eigentlich nur wir angegriffen haben und wir die Chancen gehabt haben. Aber so ist halt Fußball. Und im Großen und Ganzen ist uns das aufgegangen, was wir sich vorgenommen haben. Und wir haben heute nicht das Selbstverständnis gehabt und die Sicherheit, den Ball hinten rauszuspielen, gut hinten rauszuspielen, viele Fehlpässe gehabt. Deswegen sage ich ja, wir haben noch sehr viel Arbeit. Wir haben uns nie zum Meisterschaftsfavoriten und Meisterschaftskandidaten erkoren, sondern wir wissen, dass wir jeden Sieg hart erarbeiten müssen. Und ja, wir werden das analysieren. Was können wir noch besser machen? Ich glaube einfach heute, vielleicht hat uns der Rhythmus gefehlt. Vielleicht die 2 Wochen Pause haben uns vielleicht nicht so gut getan für dieses Spiel. Aber jetzt haben wir wieder ein Spiel gehabt und ich hoffe, dass das im nächsten Spiel wieder sicher ist. Ja, wir stehen ja ganz oben und werden das eigentlich von Woche zu Woche bestätigen. Und wir haben es eigentlich bis jetzt immer mit Ergebnissen geschafft. Aber so wie heute haben wir es spielerisch nicht gezeigt, warum wir da oben stehen. Und da gilt es einfach, den Haken anzusetzen und wieder bessere Leistungen bringen. Und dass wir 7 Spiele ungeschlagen sind, ist zwar schön, aber im jetzigen Moment haben wir nicht viel davon. We are trying our best, you know, to be at the top, but it's not enough for us, you know. So I think only thing I can say now, as I'm saying before, is for us to work hard more. You understand? And we'll stay in better place. And you can see we are fighting always, every day. And today is not our best performance, as you can see. It's not, yeah. But we'll come better.